Willkommen im Video. Heute ist der 1. Mai 2020. Meine Eltern sind gerade draußen gießen. Es ist heute nicht viel passiert. Ich bin schon extrem müde, obwohl ich bis 11 geschlafen habe. Es ist gerade 18:27 Uhr. Ich liege schon einige Minuten im Bett. Heute wieder etwas früher, weil ich so müde bin. Und es ist halt nicht viel passiert. Es ist Freitag, morgen kommt Sonja. Und wir haben nicht viel gemacht, weil Feiertag ist. Mein Vater hat ein paar Löcher verspachtelt. Und sonst nichts. Ich habe Videos geguckt und ein bisschen Computer gespielt und so weiter. Und mir geht's so mittelmäßig. Gestern habe ich übrigens vergessen zu sagen, wie es mir ging. Gestern war es auch so mittelmäßig. Mir war heute ziemlich langweilig und das war halt ein Nachteil. Deswegen bin ich auch so müde. Mein Augenlid hängt schon wieder extrem. Das zeigt, wie müde ich bin. Und es gab nicht wirklich viel. Das Wetter war zu windig, um rauszugehen. Und ich wollte mich auch nicht mehr mal anziehen. Ich hatte meinen Tagesanzug an und also meinen Pyjama und Tagesanzug und habe mich nicht umgezogen und wollte auch nicht raus oder wollte schon raus, aber es war zu kalt, und weil ständig der Wind gegangen ist und sonst gab's nicht viel. Wir haben vorhin McDonald's gegessen. McDonald's gegessen, der hat jetzt endlich wieder offen. Seit gestern. Und morgen oder übermorgen möchten wir die Bank bestellen für mein Wohnzimmer. Die Schlafcouch. Und für meine Wand habe ich mir auch eine Dekoration ausgesucht, die mein Vater bezahlt hat. Und meine Mutter hat sich auch was ausgesucht fürs Klo. Und sonst war nicht viel. Morgen wird es hoffentlich spannender. Mit Sonja mir ist schon wieder ein Nagel abgegangen. Von meinen gemachten Nägeln. Und ich werde bald schlafen, hab heute nicht mehr viel vor. Und sonst kann ich euch auch nichts erzählen. Ich fühle mich irgendwie sehr eingesperrt und belastet durch das nicht rausgehen können und habe aber für diesen Monat auch kein Geld gespart. Für Kaffeehaus oder so. Und muss dieses Monat noch ausharren. Sozusagen zu Hause. Und mal schauen, was sich machen lässt. Aber im Moment ist es halt so. Sonst wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend, wann immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.